Oh, der Jordan war nur bei einem Freund. Okay, das kann er ja vorher sagen, dass er kurz mal raus ist, aber einfach so gehen ist hier halt ein bisschen blöde. Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ihr habt das im Thumbnail gesehen. Ich will euch auch sofort verraten, also worum es in diesem Titel eigentlich geht, nie wieder. Also ich werde nie wieder in meinen oder aus meinen Livestreams hier in den Clan-Herausforderer jemanden reinlassen. Das heißt also, wenn ich demnächst streame, ist der Laden hier zu oder auf Einladung und wir gucken uns die Leute ganz, ganz genau an. Warum das so ist, das will ich euch kurz einmal zeigen. Wir haben den letzten Clankrieg leider, leider verloren. Ich meine, 2 Sterne haben gefehlt. Prozentual waren wir, glaube ich, etwas besser sogar. Aber eher, wenn wir jetzt mal in das Ranking hier schauen, beziehungsweise in My Team gucken, ich lasse sie einfach nicht mehr rein. So ein Zor, so ein Lord. Also Zor ging mir sowieso auf den Sack, aber ich meine, und dann macht er die 39 hier. Ich hätte kotzen können. Ich meine, ich habe ihn noch mal in den Clan gelassen. Und weil uns die unteren beiden Bases hier gefehlt haben. Und dann macht er auf die 39 hier 2 Sterne, ey. Ich konnte es nicht deuten, aber egal. Adi, Lord, Daniel oder so ein King of Player. King of Player ist noch besser. Pro Gamer, Pro Gamer. Oh, Pro, echt Pro. 0 von 0 Spenden, nie was gesagt. Bayern ist auch raus, der war jetzt schon öfter hier, der bleibt auch draußen. Jordan ist jetzt erst raus. Im laufenden CK ist das, weiß ich auch nicht, was das soll. Also, die Leute, die hier jetzt noch sind, es sind ja die verbleibenden 29, den kompensieren wir hier unten. Ich weiß nicht, warum ihr dann hier reinkommt. Wenn, ich meine, ihr wisst, dass wir hier ein Clankriegs-Clan sind. Also, wir spielen ja im Moment ganz aktiv. Und ich glaube, hier aus dem oberen Bereich, nee, da musste ich keinen mehr rausfischen. Aber dennoch, naja, was willst du machen? Was willst du machen? Also, Fehler macht man nur. Nur xx mal, keine Ahnung, wie oft man hier Fehler macht. Aber ich habe trotzdem, irgendwo habe ich ja trotzdem ein paar Kämpfe für euch. Ich habe es ja heute nur von mir. So, das habt ihr nun davon. Ich habe die hier nur von mir. Denn ich habe hier gut angegriffen. So, nein, alle anderen haben natürlich auch gut gekämpft. Wir haben auch bis zum Schluss vor allen Dingen gut gekämpft. Muss ich ganz klar sagen, wir haben es irgendwie gerissen. Aber dann mussten wir haben, oder wir haben halt so ein paar Angriffe auf blöde Bases hier verballert. Und ja, am Ende ist dann halt so geblieben, dass wir mit 2 Sternen Abstand eigentlich verloren haben. Unnötig. Unnötig, aber ist es nicht so schlimm. Wir haben 203 CK-Punkte dazu bekommen, beziehungsweise EP-Punkte. Und wir sind im nächsten Clankrieg oder eben oder nach den Clan-Spielen hier Level 5 mit dem Clan, was ich sehr, sehr gut finde, muss ich sagen, eine gespendete Truppe dann Level up. Das heißt also, sie geht dann ein Level rauf. Das ist schon mal richtig, richtig cool, weil unsere Elfer und unsere Zehner dann hier schon ziemlich hohe Truppen spenden können. Und hier muss sich auch keiner beschweren. Ich habe das heute Abend mal gesehen oder gelesen. Ja, das Truppenspenden dauert hier manchmal. Ist halt so, wenn du wenig Rathaus 12er hier mit starken Truppen hast in dem Clan hier, dann muss halt ein bisschen warten. Aber wir kommen in der Regel aus dem Clan Herausforderer dann mit 1 oder 2 Chars hier rüber zum Spenden, zumindest zu den Hauptzeiten. Was natürlich die Hauptzeiten von dem einen oder anderen sind, das sei mal dahingestellt. Einige haben ja eine Hauptzeit gehabt, die waren gar nicht da, die waren hier gemeldet, waren hier dann drin. Also wie gesagt, ich mach das nicht wieder. Das ist jetzt vorbei. Im laufenden Livestream hier Leute reinholen, ich sehe es einfach nicht mehr ein. Und irgendwelche Leute, die hier dann meinen, sie müssen hier was reißen und hurra, hurra, der Toto, der ist da. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, echt nicht. Ist zwar ganz witzig, ja, aber wir werden hier ganz brav hier 2000 Pokale nur nach ausreichender Prüfung. Und wenn ihr diese Prüfung nicht mehr besteht, dann wird das halt hier nichts mehr. Also Prüfungen sind dann so ein bisschen so, ne? Und deswegen nehmen wir die im laufenden Livestream hier keinen mehr an oder nur noch auf Einladung und wir gucken uns die Spieler und Bases, denke ich mal, hier jetzt schon ein bisschen genauer an. Denn so ein Spielzeug-Clan soll das hier dann auch nicht mehr sein. Denn die Masse gibt sich hier die Mühe, um hier die Clankriege zu gewinnen. Wenn du dann so ein paar Honks dabei hast, die hier nur so drin sind, nur so.
Die wissen genau, dass wir hier Klankrieg spielen und dann hauen sie ab oder greifen nicht an. Keine Ahnung, Mami hat das Handy weggenommen oder was auch immer. Ich bin's leid, aber egal. Ein paar schöne Kämpfe hier noch nebenbei und auf jeden Fall ein Clash of Clans Update hier von mir. Also auch zwischen den Feiertagen habe ich gedacht, kannst dich ruhig mal hinsetzen, kannst ein bisschen was verändern. Ich habe so ein bisschen auch nachgedacht, was ich euch in den nächsten Tagen bringe. Ich meine, ich weiß es schon, aber das Format wird mal so ein bisschen anders sein. Ihr werdet das merken. Wir werden nämlich einen Dorfbesuch machen, einen ganz besonderen Dorfbesuch. Sogar gleich in zwei Folgen werden wir hier Dörfer besuchen. Und da lasst euch aber einfach mal überraschen, wie und was da auf euch zukommt. Mehr will ich da erstmal nicht zu sagen. Es ist auch für mich mal was ganz, ganz anderes. Also auch ich habe das noch nie so in der Form gemacht. Ich will es einfach mal ausprobieren. Vielleicht gefällt es euch. Vielleicht sagt ihr, oh Gott, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Aber ich glaube, ganz, 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 ganz so schlimm wird es nicht. Und es wird auf jeden Fall so ein bisschen gerade jetzt zum Jahresende hingehen. Also so ein bisschen, was war, was kommt, was wird und so weiter. Also es wird einige kleinere Veränderungen hier an diesem Kanal geben. Jetzt nicht unbedingt vom Inhalt. Also ich werde jetzt nicht plötzlich anfangen, hier ganz, ganz andere Games zu spielen. Ich spiele mittlerweile ja eins, so ein bisschen etwas aktiver mit Brawl Stars, aber auch nur so ein bisschen, damit ihr so ein bisschen den Gamer aus der richtigen Casual-Sicht seht, der solche Spiele eigentlich gar nicht so gerne spielt. Aber dennoch, glaube ich, kann man, ja, man kann ja in solchen Spielen Spaß haben. Und ich nehme halt genau das auf, was mir Spaß macht. Und Brawl Stars macht mir im Moment einfach Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass es so ein Game ist wie früher EverQuest 2 oder Herr der Ringe Online, so Online-Rollenspiele, die mich gefesselt haben. Also wo ich wirklich Stunden, Nächte, mir Tage um die Ohren gehauen habe, um etwas zu schaffen, um etwas zu machen, sondern es macht mir einfach Spaß und ich denke mal, die Folgen kommen ja auch an. Der eine oder andere kommt ja weiter. Ich lebe da so ein bisschen von euren Tipps und Tricks. So ein bisschen sehe ich ja dann auch selber, aber heute Nachmittag kommt eine für euch um 16 Uhr. Also auch da so ein kleines Update mal von Brawl Stars und wie wir uns da so weiter schlagen. Aber bleiben wir erstmal hier in dem Clan Herausforderer und gucken uns noch ein paar schicke Angriffe hier an von euch. Denn ich denke mal, guck mal, da hat er sogar angegriffen, der Jordan, aber zeige ihn jetzt nicht, weil er raus ist aus dem Clan hier. Finde ich unmöglich, echt. Naja, aber ihr kennt das ja sicherlich selber. Setz live hier in Clash of Clans, dann hast du halt mal ein paar jüngere Leute dabei und die gehen dann einfach so. Plötzlich gehen sie. Sie gehen einfach, sagen nichts, machen nichts und pranken hier den armen Toto. So, wo geht es eigentlich los? Okay, es geht hier unten los. Ihr habt das jetzt gerade im Hintergrund so ein bisschen gesehen. Einfach mal so ein bisschen Clash of Clans, also die Live- oder die CK-Angriffe hier. Wir haben ja aus diesem Clan hier nichts live gesehen. Das war ja dann eher aus dem anderen Clan. Und Spätzle mit Soße, wo wir letztens aktiv waren, beziehungsweise ich habe, glaube ich, im letzten Stream sogar so ein bisschen gefarmt. Ich meine, mit dem Rathaus 10er war es hier auch, mit dem ich das hier jetzt auch gerade zeige. Ich bin ja nicht auf dem 12er, sondern auf dem Rathaus 10er, der demnächst auch auf Rathaus 11 geht. Eine Mauer muss ich noch ein. Kann ich euch sagen, eine Mauer noch. Wir haben die Mauer dann ja gefunden. Und im Livestream, die ich noch machen muss. Und vielen, vielen lieben Dank auch für den fetten Support. Es ist mir ja auch nicht entgangen, dass die Streams vor allen Dingen hier jetzt im Dezember richtig fett waren. Und ihr könnt das auf meiner Facebook-Seite einfach mal checken. Dort ist nämlich so eine kleine Statistik überhaupt über dieses Jahr gelaufen. Es kommt aber noch ein bisschen was, was da natürlich nicht auftaucht. Denn auch ich habe so ein bisschen in diesem Jahr ein paar Highlights gehabt, habe so ein paar Sachen gehabt, die fand ich besonders gut an meinem Kanal und auch an euch vor allen Dingen. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Der Kugelblitz macht hier die Nummer 13, also mit meiner 9 auf 10, 10 auf 9, entschuldigt, ist ein Dip hier. Und einfach mal so ein bisschen meine Sicht, was eigentlich meine Highlights waren in diesem Jahr. Natürlich waren meine Highlights nach wie vor mit euch viel zu spielen, mit euch viel zu kommunizieren und dann auch so ein bisschen von euch zu bringen. Das wird ja auch wieder aufleben. Also die ganze Geschichte mit Avatar, ich bei euch, die Serie, die Miniserie, die ich angefangen habe, die verfolge ich auf jeden Fall weiter. Allerdings müsst ihr den Avatar, ich denke mal, ab dem nächsten Jahr dann als Rathaus 11 bei euch ertragen, der natürlich noch nicht so viel kann. Und ihr wisst genau, wie lange mein 10er hier jetzt gebraucht hat,
um Max zu werden, wirklich bis zur allerletzten Mauer. Ganz, ganz piano hier gespielt, hier nie so den Fokus drauf gelegt. Dafür habe ich meinen Rathaus 12er, wo ich den harten Fokus drauf lege. Und dann müsst ihr halt mit dem Rathaus 11er leben. Aber ich denke mal, ich kann den Einstieg ganz gut machen. Denn ich habe so viele Marken, so viele Abzeichen, Gems und weiß der Geier, dass ich sicherlich da einen guten Start mit dem Account haben werde. Und dem Itzu sei übrigens Dank. Schöne Grüße übrigens nochmal an ihn. Dass ich, jetzt muss ich mal gerade gucken, welche Base es war. Eine Base war Bilderbuch, ja. Das war Bilderbuch. Das war Bilderbuch, muss ich mal so sagen. Da konnte ich mich noch so ein bisschen an einen seiner Videos erinnern. An vieles erinnere ich mich dann ja auch nicht. Aber hier mal so ein, ja, ich will mal sagen, so ein typischer Angriff auf so eine Base. Hier wird ganz wenig mit Luft angegriffen. Das wundert mich ein bisschen. Leute, übt hier Luftangriffe, denn ganz viele Bases, auch im 9er Bereich, waren so scheißen einfach, wenn man dann Lufttruppen nimmt. Ja, viele nehmen Standardtruppen. Bowler Hexen, also Hexen und dann Bowler in der Clanburg, gerade im Rathaus 9 Bereich. Und wenn ich dann manche Bases so sehe, die dann auch nur gezweiert wurden, dann frage ich mich auch, ah Leute, das ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Ihr könnt sicherlich besser sein, das weiß ich, wenn man mal ein bisschen übt. Aber hier ist mir genau das eigentlich gelungen, was immer gepredigt wurde. Du clearst hier halt so ein komplettes Compartment hier um die Luftabwehr, Magierturm und machst den Rest dann irgendwo mit Lufttruppen. Und ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass ich so ein Luftpapst bin, aber zumindest für den einen hier, der, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ein paar RH10-Taktiken, das ist auf jeden Fall eine RH10-Taktik auf so eine Base hier, wo du halt so ein komplettes, ich will euch das mal zeigen, hier von hier hinten, also da, wo der King jetzt noch rumeiert, bis hier unten hin auf diese Ecke der Mauer, die ich gerade hier unten rechts, ja, ich weiß, ich muss den, könnte den Mauszeiger jetzt auch einblenden lassen, das komplett geklärt, dann können deine Truppen nicht keinen anderen Weg mehr gehen. Du siehst das hier, die Lufttruppen bahnen sich jetzt hier den Weg von einer defensiven, von einem defensiven Gebäude zum anderen und dann geht das ganz entspannt hier durch. Einmal, okay, der Heil war vielleicht an der Stelle jetzt bei dem Multi-Inferno nicht ganz so krass, aber ich hatte hier hinten jetzt auch überhaupt keinen Flächenschaden mehr, außer vielleicht noch die eine oder andere Luftmine. Deswegen habe ich mir eher gedacht, ich zück die mal lieber da, denn hier hinten bei den X-Bogen macht das keinen Sinn. Die machen eh nur Punktschaden, also keinen Flächenschaden mehr an meinen Loons. Und ich glaube, Queen auch noch rechtzeitig gezündet hier, sodass ich sie auf jeden Fall nicht vergesse. Was die dann immer macht, war in dem Moment egal. Aber hier nochmal die Eilzauber genommen. Ihr seht das, wie viele Ballons ich hier noch offen habe. Und da machen die beiden X-Bogen hier hinten in der Ecke gar nichts mehr. Jetzt noch hier den Rest Cleanup hier gemacht. Ich habe jetzt auch keinen Loon mehr über, brauche ich auch nicht. Ich habe aber noch einen Eilzauber über. Und dann sollten die ganz, ganz schnell zur letzten Bauhütte hier. Jawohl. Und dann ist das hier ein 3-Sterne. Also Rathaus 10 auf Rathaus 10. Ich denke mal, gerade diese Kastenbases kann man super, super mit solchen Truppen machen. Der Funnel muss halt nur stimmen. Aber der hat halt nicht immer bei jedem gestimmt. So, wir gucken mal ein bisschen. Hier oben haben wir ja auch noch ein bisschen was gemacht. Der Marco hier, Replay heißt die Firma, wo ich arbeite. Und ich weiß gar nicht, wo hat er hier angefangen? Ah, hier hinten mit Bowler und Hexen. Okay, zwei Highlighter dabei. Ist auch immer ein bisschen ungewöhnlich, zwei Heiler dabei zu haben. Mal sehen, wo er die setzt. Denn gerade die Heiler sind natürlich anfällig gegen Luftabwehren, aber im Moment kommt natürlich keine einzige Luftabwehr an die Heiler dran, denn die gehen jetzt erstmal mittig hier durch. Eine Luftabwehr hier unten rechts und die nächste hinten erst bei der Kanone. Also es werden schon so ein paar Truppen hier durchgeheilt die ganze Zeit. Das kann man sich natürlich auch als kleinen Vorteil nehmen. Okay, der Sprung war, ja doch, der passte da eigentlich. Denn oftmals vertut man sich ja mit dem Sprung. Die Karre fährt wieder endlos weit hier. Also ist natürlich war das jetzt ein Dip 3 auf die Base? Nee, ne? Das war kein Dip hier, glaube ich. Der war ganz in Ordnung. Und oder war es doch ein Dip? Ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet. Aber hier ging es auf jeden Fall schön durch diese Base hier. Durch mit den Bowlern und Hexen. Pekka hat er, glaube ich, von mir in die Clanburg bekommen. Beste Truppe. Ich hätte fast gesagt, beste Truppe ever. Aber wenn der sinnvoll eingesetzt ist und ihr seht das, wie lange der hier eigentlich überlebt. Das ist schon wirklich, wirklich krank.
Und so eine Mauer hier, okay, da muss er zwei, dreimal mehr raufschlagen, entscheidet sich jetzt aber weiterzugehen. Da fragt man sich auch, warum macht der Packer erst eine Mauer und geht dann trotzdem kurze Zeit erstmal mit den normalen Truppen weiter. Hier unten ist auch noch ein bisschen was offen. Einmal ein One-Hit vom Packer, also von der Packer-Dame. Und dann geht es hier unten weiter auf die Bases hier, beziehungsweise geht es hier außen rum. Das ist gar nicht mal so schlecht. Manchmal ist es nicht schlecht, denn alle Sachen sind hier jetzt ganz gut erreichbar. Vor allen Dingen von der Queen, denn die kann hier jetzt ganz bequem, die braucht gar nicht außen rum. Außen rum geht sowieso nicht, weil die Mauer hier ganz so ziemlich ganz am Rand ist. Deswegen geht sie ins zweite Compartment rein. Und da kann natürlich die Queen hier super durchschießen. Die Bäcker-Dame ist hier immer noch am Leben, also echt super Truppe hier. Gut gewählt hier, finde ich. Mit der Clanburg hat er gut gemacht hier. Ist auch schon jetzt etwas länger hier bei uns. Und auch der Backfisch hat sich hier oben die Ehre gegeben. Also auch ein toller Rathaus 12er, also 12 auf 12, 5er Rathaus und Lufttruppen. Hurra! Mit Lufttruppen, klar, im Rathaus 12-Bereich werden die natürlich gerne genommen, weil sie sind auch enorm stark. Also 5er Lavahund und 8er Ballons sind extrem stark, wenn man weiß, wie man sie anwendet. Und die Base war eigentlich gar nicht mal so gut. Vielleicht hätte man auch ein bisschen mehr erwarten können. Aber gut, manchmal ist es halt nicht so. Max Helden hier dabei ist natürlich auch richtig krass und ist auch ein cooler Spender hier. Ich meine, gut, es ist, glaube ich, im Moment unser höchster Charakter, den wir hier haben. Zumindest was das Spenden und was das Clanbuch füllen angeht. Aber auch das klappte im letzten Clankrieg sehr, sehr gut. Also es gab hier nichts auszusetzen. Das Einzige, was es eigentlich auszusetzen gab, ist, dass ich wieder so dumm war und habe euch eingeladen, also euch, jetzt hagelt es ja wieder D-Abos, die dann ins Streambereich hier reinkommen und dann hier nichts machen und einfach nur glücklich oder froh sind, dass sie hier in dem Clan Herausforderer sind. Können sie an ihren Kumpels mal sagen, hier, ich bin beim Toto im Clan, hurra, aber und danach kommt halt nichts und das ist ein bisschen doof. Also wenn man hier schon im Clan ist, dann sollte man auch so ein bisschen Aktivität zeigen, finde ich. Das ist hier nicht schwer, denn hier sind immer genügend Leute online. Also zeitweise viel, viel mehr als auch bei Spätzle mit Soße. Da sind wir auch viel, viel weniger Leute. Und unter 10 hier normal im Tag oder auch im frühen Abend oder im Abend kommen wir hier gar nicht. Also hier ist immer richtig gut was los und hier laufen auch die Spenden. Und wenn es dann keine Max-Truppen gibt, ich meine zum Clan-Krieg dann in CK schreiben die Leute das rein, das was für ein CK haben wollen. Also Max-Truppen bekommen sie dann auch. Aber ich denke zum Farmen oder zum Üben, da kann's dann auch mal ein Golem sein, der ein Level drunter ist oder so. Okay, er hat die Queen da nicht geschafft. Natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass die jetzt ziemlich viel runtergeburnt hat. Und hier hinten hatte die Clanburg auch nicht gepackt mit dem Drachen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Angriff hier oben in jedem Fall in Ordnung war. Der hat in jedem Fall geholfen. Sonst wären wir auch nicht so weit gekommen. Wir haben uns dann halt ein bisschen verpokert bei dem einen oder anderen Angriff und haben halt auch vieles in den Sand gesetzt, beziehungsweise mussten halt natürlich die Leute, die jetzt gar nicht angreifen, irgendwie kompensieren, um irgendwas zu machen. Und deswegen, was macht er denn eigentlich noch mit den beiden Loons? Okay, die lässt er hier ins Verderben laufen, beziehungsweise die Zeit war um. Also 115, 117 ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt 203 EP hier gemacht. 253 wären es gewesen und es wäre ein Win mehr gewesen. Das macht aber nichts, denn das Warlock hier sieht immer noch gut aus. Auch das Classic mit 17 Clankriegen, die wir hier überhaupt erst gespielt haben, mit den Clan Games, mit der Liga, kommen wir hier auf jeden Fall im nächsten oder übernächsten, glaube ich, schon auf Clan Level 5. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Das ist ein toller Verdienst von diesem Clan hier mit seinen Memmern. Der Clan ist jetzt wieder ganz normal. Ja, er ist ganz normal offen. Wir haben ja ein paar entlassen, also voll ist er nicht mehr. 2000 Pokis müsst ihr haben. Einige sind hier heute noch reingekommen, wollen ein bisschen Clanspiele machen, wollen natürlich auch die CKs mitmachen. Und ich würde sagen, freut euch auf die nächsten Clash of Clans Video mit den vielleicht mal etwas anderen Dorfbesuch. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.